Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht, wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Informationen findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Bit of a scramble. Watch your head. Hätte uns echt mal vorwarnen können. Fall bitte nicht runter und stirb, ja? Mich das Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt. Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau ist... Sie starb. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Kommen Sie. Wir sind gleich da. Sie haben uns nicht entdeckt. Na los. Das ist doch bescheuert. Hier draußen ist nichts. What about over there? Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job.
Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. What about over there? There must be something around here. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Jamie, kriegst du das hin? Bin ich gut.
Was ist da? Hörst du das? Was das wohl ist? Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben, klar? Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Kommst du? Aha. Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja. Scheiße! Wir werden alle sterben! Jetzt, geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark! Oh, das ist verdammt steil. Geht's? Oh Mann. Du schaffst das! Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay, ich schaff das. Wirklich? Hätte nicht gucken sollen. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Ich helf dir. Komm schon. Genau so. Siehst du? Geht doch. Ich sehe nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geht doch. Danke. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Wir sollten Mr. Dumet einholen. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute.
das? Wow! Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja. Vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Hallo. Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Mann, das ist genial. Wow. Sieh nur. Das ist fantastisch. Das ist heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Ketschminkoffer bremst alles aus. Aaron, Zigaretten. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch, wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken, das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist, einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was? 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay, dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süße. Und da wären wir. Tja, es ist, gemütlich. Minimal besser als eins dieser japanischen Kapselhotels. Ach, komm schon. Es könnte schlimmer sein. Wie unser Zimmer in Topeka. Nein, aus.
Das habe ich verdrängt und will nie wieder daran denken. Wegen der Kakerlaken, wegen deines Schnarchens. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Oh. Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. Wo ist er hin? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... klappt echt gut. Seit wann hast du denn Asthma? Von Geburt an. Normalerweise macht das auch keine Probleme. Ich muss nur vorsichtiger sein bei Staub und Pollen und wenn ich zu Tode erschreckt werde. Ich bin ein Arsch. Du wusstest es ja nicht. Alles gut. Wirklich. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonne. Oh mein Gott, ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Oh, sorry. Der Wein ist Schrott. Das war eine Lüge. Wirklich? Aha. Sorry. Ich wollte vorhin nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur, wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Erin. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Was wird das? Oh mein Gott, ich... Oh, du Bitch! Ich verarsch dich doch nur, ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Au! Sorry. Wer ist das? Ach.
Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja, wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Viel Glück bei der Zimmersuche. Komm, na komm, los, los! Wo zur Hölle gehen die hin? Ich suche ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst, okay? Sehe ich irgendwie gestresst aus? Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Hätte ich nur eine für Mr. Dumet gehabt. Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Na, scheiße. Gut, dann wühl hier nicht wie verrückt herum, sondern geh organisiert vor. Methodical. Blaue Tasche, ganz vorn. Ich hab mir das genau eingeprägt. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Es sich einzuprägen, reicht nicht. Details sind wichtig. Ja, okay. Ich werde mich bessern. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie aber so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir.